Falsche Modell der Stoffe. Ein Modell gibt immer nur Teile der Wirklichkeit wieder. Alle kennen das Beispiel eines Modellautos. Ein Modellauto kann noch so originalgetreu gebaut sein, es besitzt trotzdem nicht dieselben technischen Funktionen wie ein entsprechendes Auto. Auch in den Naturwissenschaften gibt es solche Modelle. Ein solches Modell zeigt die vereinfachte Darstellung vom Aufbau der Stoffe. Kommen wir nun dazu. Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen. Im ersten Versuch füllt man zwei Messzylinder jeweils mit 50 Milliliter Wasser. Zum genaueren Auffüllen benutze ich eine Pasteurpipette. Abgelesen wird der sogenannte untere Meniskus. Wenn beide Messzylinder genau 50 Milliliter Flüssigkeit enthalten, in dem Fall Wasser, wird die Flüssigkeit des ersten Messzylinders in den zweiten überführt. Wir sehen, das Volumen ist genau 100 Milliliter. Versuchen wir eine Erklärung zu finden. Ich versuche den Versuch jetzt mit einer schematischen Darstellung zu erklären. Wasser besteht aus kleinsten Wasserteilchen. In der Zeichnung werden diese durch blaue Kugeln dargestellt. Mit dem Auge oder einem optischen Mikroskop kann man trotzdem diese kleinsten Wasserteilchen nicht sehen. Unser Modell, in dem 50 Milliliter Wasser durch eine kleine Anzahl Wasserteilchen dargestellt wird, ist also nicht sehr realistisch. Trotzdem können wir hiermit erst einmal das Ergebnis erklären. Im zweiten Versuch werden jeweils 50 Milliliter wasserfreier Ethanol abgemessen. Überführt man den ersten Messzylinder mit dem wasserfreien Ethanol in den zweiten Messzylinder, so erhält man ein Gesamtvolumen von 100 Milliliter. Wir wollen wiederum eine schematische Darstellung probieren. Ethanol, also Alkohol, besteht ebenfalls aus kleinsten Alkoholteilchen. In unserer Zeichnung werden diese durch gelbe Kugeln dargestellt. Diese Kugeln sind allerdings größer als die Wasserteilchen, da Alkohol und Wasserteilchen sehr verschieden sind. Auch hierbei muss man sagen, man kann mit dem Auge oder einem optischen Mikroskop diese kleinsten Alkoholteilchen nicht sehen. Auch hier ist unser Modell, in dem 50 Milliliter Alkohol durch eine kleine Anzahl Alkoholteilchen dargestellt wird, also nicht sehr realistisch. Trotzdem können wir auch dieses Ergebnis zunächst einmal erklären. Im dritten Versuch füllt man einen Messzylinder mit 50 Milliliter wasserfreiem Ethanol. Das genauere Auffüllen erfolgt wiederum mit Hilfe einer Pasteurpipette. Der zweite Messzylinder wird mit 50 Milliliter destilliertem Wasser gefüllt. Auch hier erfolgt das genaue Auffüllen wieder
mit Hilfe einer Pasteurpipette. Überführt man den Messzylinder mit dem 50 ml destillierten Wasser in den Messzylinder mit dem wasserfreien Ethanol, so erkennt man, dass man ein Gesamtvolumen erhält, das geringer ist als 100 ml. Woran liegt das? Unsere schematische Darstellung ist schon bekannt. Wir sehen auf der einen Seite den 50 ml Messzylinder mit den Wasserteilchen und den Messzylinder mit 50 ml Alkoholteilchen. Mischt man nun den Alkohol mit Wasser, so nehmen die kleineren Wasserteilchen den Zwischenraum zwischen den großen Alkoholteilchen ein. Das Gesamtvolumen verringert sich deshalb. Ein Alkohol-Wasser-Gemisch schmeckt in jedem Punkt einheitlich. Um dieser Eigenschaft Rechnung zu tragen, müssen die Alkohol- und Wasserteilchen gleichmäßig verteilt sein. Auch in diesem Fall stellt man eine Volumenverminderung fest. Wie kommt es aber, dass sich die Teilchen einheitlich in der ganzen Flüssigkeit verteilen? Um dies erklären zu können, muss man das Teilchenmodell noch weiter verfeinern und annehmen, dass die Teilchen sich bewegen. Diesem Phänomen wollen wir uns im nächsten Schritt annehmen.